Schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier eine kleine Zusammenfassung der letzten 2 Tage. Wie immer hat sich viel ereignet, nicht nur in meinem Leben, sondern auch in der großen, weiten Welt. 16. Mai 2020. In einigen deutschen Städten protestieren tausende Menschen gegen die Einschränkung ihrer Grund- und Freiheitsrechte. In Deutschland gibt es aktuell 7.879 Corona-Tote. Grenzlockerungen zwischen Österreich, Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Frankreich. Meine Lust auf einen Cappuccino führte mich gegen Mittag in ein Mac-Café, das allerdings sehr spärlich besucht war. Leider gibt's keinen Salat beim Mackey, also bin gezwungen, einen Kaffee zu trinken. Übrigens, ich bin hier ziemlich alleine. Und es muss immer ein Tischabstand gehalten werden, versteht's? Ja, die Abstandregel wird hier strengstens eingehalten. Danach drehte ich mit René im Hinterhof ein Musikvideo zu einem weißrussischen Lied. René und ich haben gerade ein kleines Musikvideo gedreht. Nein, ich habe gedreht, ich habe gehalten. René hat die Kamera gehalten, aber besser ein lebendes Stativ als ein totes. So, und hier trennen sich schon wieder unsere Gott sei Wege. Dank, Gott sei Dank. Aber ein Stück gehen wir gemeinsam, nein, schon. Sehr schlecht, sehr schlecht. Dieses Stückchen ich bin Red Bull Rising. Und über die Schwelle geht da René jetzt. Und so filmte ich den Mastershot alleine im Selfie-Modus. Kurzes Fotoshooting, fertig. 17. Mai 2020. Aus Madagaskar wird das erste Covid-19-Opfer gemeldet. In Griechenland öffnen die Badestrände, jedoch mit speziellen Auflagen. Während die Zahl der Todesopfer in Großbritannien immer noch ansteigt, sinkt sie in Spanien. In Österreich gibt es erstmals seit 2 Monaten keinen Corona-Todesfall. Dennoch treten in Wien einige Infektionscluster auf und daher sollten wir immer noch Vorsicht walten lassen. Ich machte mich an diesem Sonntag auf den Weg zu meinen Eltern. Die völlig ausgestorbene U-Bahn-Passage am Karlsplatz wertete ich als angenehme Überraschung. Umstieg in die Straßenbahn und raus mit dem italienischen Buch und den russischen Kalenderblättern vom letzten Jahr. Nach etwa 45 Minuten begrüßte mich dann im Garten ein süßes Kätzchen. Die ist so lieb. Es ist nicht unsere Katze, die kommt von irgendwoher. Aber sie schien sich ziemlich wohl zu fühlen. Kein Wunder, wo die Wurstblätter hier aus dem Boden zu wachsen schienen. Gewachsen waren aber auch meine Haare. Und nach 8 Wochen wurde endlich nachgefärbt. Und da ist meine Privatfriseurin, meine Mama. Tada! Tada, ja. Freut sich schon total, weil, Wahnsinn. Bitteschön, das ist schon mega nachgewachsen. Das ist ja irre. Gell? Schaut dir das an. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Am besten ist, wir schneiden die Blonden Nein! weg. Nein! Und gießen alles drüber. Oh Gott, solche Friseure wünscht man sich, ne? Ja, toll, wenn man seine Privatfriseurin hat. Das ist das Werk meiner Friseurin. So schaut sie aus, da hinten, bitte. Max und Moritz. Na, hoffentlich bleibt das nicht so. Wäre aber eine interessante Frisur. Jetzt ist es kreativ auch noch. So, dann schauen wir mal, ob das was geworden ist. Na bitte. Nun ja, eher eine Frisur für Hobby-Elektriker. Aber warum nicht? Und dann fuhr ich noch ein Stück mit dem Bus, um eine ehemalige Arbeitskollegin zu treffen.